Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report, heute mit dem Thema, warum Silberminen gerade jetzt interessant sind. Disclaimer. Gegenüber sind Silber. Sind Silberminen so billig wie beim 70-Jahrestief im Januar 2016 und beim Corona-Crash im März 2020? Der Chartanalyst fragt, warum akkumuliere ich Silberminen? Und zeigt einen Ratio-Chart auf, der die Antwort darauf gibt. Auch wir glauben, dass wir kurz vor einem Anstieg von Junia, Pentagold-Aktien, Silberminenaktien gehebelt auf den steigenden Silberpreisanstieg stehen. Die Stabilität von Silber und den Juniorminenaktien der letzten Tage zeigt auch, dass der Boden fest ist und es zu immer mehr Anstiegen kommt. Die mediale Solarboom-Story scheint jetzt seine Wirkung zu entfalten und den Silberpreis steigen zu lassen. Die Chancen für eine enorme Aufwärtsphase stehen jetzt im Zeichen der vorgeschobenen Solarbooms sehr gut, interessanterweise genau zum richtigen Zeitpunkt, als die Saisonalität von Silber beginnt und 8 Monate andauert, also bis Februar 2024. Ja, das ist schon ein sehr interessanter Chart, wenn man sich jetzt einfach mal die Silberaktien in Relation zum Silberpreis setzt. Und dann sehen wir doch, wie das Investieren in Gold- und Silberaktien funktioniert. Man muss im Grunde diese Extremwerte, wenn es extrem tief ist, kaufen und die hohen Werte, wenn es im Gegenteil ist, verkaufen. Also es ist definitiv kein Langfristinvestment. Und Sie sehen, die Anstiege gehen sehr schnell vonstatten. Ich vermute mal, das ist immer so halbes Jahr maximal. Und auch dieses Mal, ja, es wird ja gesagt, 6 bis 8 Monate wird es auch circa ein halbes Jahr sein. Und der Statist meint ja auch, dass es hier vermutlich denselben großen Anstieg gibt hier wie im Jahr 2016. Aber möglicherweise wird er eben noch größer, weil Silber jetzt definitiv auch Richtung 42 Dollar bis Februar 2024 wandern dürfte. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Man muss jetzt einsteigen, man muss die niedrigen Preise nehmen. Und wenn diese Spitzen wiederum kommen, ist Verkaufszeit, was natürlich zugegebenermaßen am schwierigsten ist. Man weiß nicht, wann diese Spitzen hier einsetzen und wann das beendet. Aber doch hoffe ich, dass man das doch beobachten kann und diese Spitzenformation hier zumindest drüber berichten kann. Aber momentan sind wir alles andere bei dieser Formation. Also die Gefahr besteht nicht. Jetzt ist eben die Frage, man darf den Einstieg bei Silberaktien im Grunde genommen nicht verpassen. Es scheint also das niedrigst bewährte Investment der Welt zu sein. Schon Silber ist unfassbar niedrig und gerade Junior-Silberaktien, Explorationsaktien, schießen, wie Sie ja sehen, an diesem Chart hier auch nochmal den Vogel auf. Also es ist nochmal billig vom Billigsten. Wir haben also mindestens zwei, drei Gründe, warum Silberaktien steigen können. Meiner Meinung nach äußerst interessante Umgebung für den Einstieg und sehr wahrscheinlich stehen wir tatsächlich jetzt die nächsten 5 bis 8 Monate vom Anstieg des Silberpreises, bis dann möglicherweise eine Konsolidierung hier bei Silberaktien auch einsetzt, die dann ähnlich läuft wie hier möglicherweise. Gut, wir müssen uns überraschen lassen, aber definitiv sind wir in der Kaufzone bei Silberminenaktien. Ja, hier noch ein Goldprojektgenerator aus Afrika, Kongo. Natürlich Afrika wie immer hohes Risiko. Aber auch bei dieser Aktie geht es trotz erheblicher Schwankungen, Sie im Chart sehen, Stück für Stück nach oben. Also im ursprünglichen, es war sogar mal auf 3 Cent und ist bis 2021 auf 1,15 Cent gestiegen und ist jetzt mittlerweile wieder ziemlich stark abgerutscht auf 34 Cent. Trotzdem, wenn man das so sieht, hier vom absoluten All-Time-Tief, hier mit 2016, das war ja auch das All-Time-Tief, das wir gerade erwähnt haben, geht es doch eigentlich immer schön aufwärts. Und das lässt dann vermuten, bei der nächsten Welle wird dann diese Spitze möglicherweise auch übertrieben. Wo sowas in der Extremübertreibung hingehen kann, zumindest auf 1 Dollar, vielleicht zwei, auch 2, 3, 4 oder 5. Das muss man einfach mal sehen. Finde ich allein von der Charttechnik ein sehr interessantes Unternehmen, weil er eigentlich auch haargenau, ehrlich gesagt, die Goldaktien
Rallyes eigentlich anzeigt und mitsteigt. Also man kann das sozusagen auch als Art Indikator nutzen. Und wenn Sie werden sich sicherlich noch erinnern, im März 2021 hatten wir ja auch bei Goldaktien so ein Hoch. Und da wäre es im Prinzip auch gut gewesen, rauszugehen und dann vielleicht hier dann wieder einzukaufen, eben quasi Ende 2022, Anfang 2023. Wir sind ja immer noch sehr negativ. Jedenfalls sollte man die Aktie vielleicht auch aus diesen Gründen im Blick halten, wann da irgendwo am Goldaktienmarkt eine Übertreibung ist und einen Höhepunkt erreicht werden kann. Allein schon aus diesen Gründen lohnt es sich. Ansonsten, wie gesagt, Sie sind im Kongo. Das Unternehmen kontrolliert 5,1 Millionen Unzen an hochgradigen Ressourcen in verschiedenen Projekten, wobei der Schwerpunkt auf dem zu 84,68% unternehmenseigenen Adumbi liegt. 3,66 Millionen, 2,65 Programm an Ressourcen mit einem Potenzial bis 5 Millionen Unzen in der Tiefe zu erreichen. Das Unternehmen hat die größte Goldmine Afrikas, die von Barrick betriebene Kibali-Mine als Nachbar, welche nur 130 Meilen entfernt. Dann haben Sie noch Makapela, ein zu 100% unternehmenseigenes Projekt, ist etwa 50 Kilometer von Adumbi entfernt, die Mineralressourcen wurden zuvor auf insgesamt 614.000 Unzen mit 8,66 Gramm pro Tonne Gold und abgeleitete Ressourcen von 550 Unzen Gold mit 5,3 Gramm pro Tonne Gold angegeben. Ausgewählte frühere Bohrschnitte erhielten 4,3 Meter, sogar 64 Gramm pro Tonne Gold und 32,6 Gramm pro Tonne Gold. Also hochgradige Werte sind dabei und das könnte natürlich im wirklichen Goldbullenmarkt natürlich, solche Meldungen könnten natürlich den Aktienkurs dann auch beflügeln. Die Lage, wie gesagt, Nordost Kongo, hier sehen Sie den Viktoriasee in dieser Gegend. Gut, mittlerweile hat sich das in der Gegend relativ befriedigt. So ist es nicht mehr, dass es jetzt super gefährlich ist. Aber Afrika bleibt insgesamt ein gefährliches Terrain. Aber trotzdem sollte man sich zumindest eine Top-Gold-Aktie mit hochgradigem Potenzial, erfahrenem Management in der Nähe von anderen Großminen ruhig mal ansehen. Aber man muss wissen, es ist und bleibt Afrika und da sind alle Investitionen durchaus gefährlich. Ja, wie immer keine Kaufempfehlung, aber sicherlich mal wert, einen Blick auf diese Aktie zu legen. Ja, Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar. Das wird vermutet anhand der historischen Zahlen, die wir haben. Schauen Sie sich die Entwicklung hier von 1970, 1980 an. Auch da hatten wir ganz ähnlich wie von 2000 auf 2011 einen Anstieg hier eben von 35 Dollar auf 200 Dollar, auf 100 Dollar runtergegangen. Das könnte man analog mit den 1000 und 2016 vergleichen. Und hat sich dann wieder wie aktuell in Richtung 200 Dollar damals bewegt, heute eben 2000 Dollar. Sie müssen im Prinzip alles offensichtlich mit dem Faktor 10 multiplizieren. Und da gab es dann eine größere Korrektur, das vermutlich viele Investoren, Goldinvestoren abgeschreckt hat. Um sie einfach so wenig wie möglich Investoren sollten an diesem Boom dann eben beteiligen. Das ist einfach so das Spiel. Und sie sollten eben nicht Goldaktien besitzen, die derartige Performance hingelegt haben. Hier sehen Sie es, 5 Cent auf 19 Dollar, 10 Cent, 36 Dollar, 1000 Dollar konnten in dem Zusammenhang locker 100.000, 200, 300.000 etc. geworden. Das ist ein sehr seltenes Phänomen. Das geht nur, wenn die Goldaktien sehr tief sind und wenn natürlich so ein Mega-Anstieg bringt natürlich genügend Energie in den Sektor. Aber eine ähnliche Situation haben wir auch. Warum sollte Gold nicht analog 1970er Jahre auf 8.500 Dollar steigen? Alles Mögliche ist damals innerhalb von einem guten Jahr passiert, also dem Jahr 1979 im Wesentlichen. Wir werden sehen, wo weit es hinkommt. Sie kennen die Statistenzahlen, die wir immer bringen. Das, wie gesagt, die pendeln irgendwo zwischen 2.300, 2.400, 2.600, 2.900. Da, wie hieß er gleich, der Hand, da so ein Statist hatte jetzt auch nochmal eine neue Prognose, werde ich Ihnen nochmal verlinken, 2.900 angegeben, eine Gold-Silber-Ratio von 65. Und dementsprechend Silberpreis ist dann um die 50. Gut, es ist alles irgendwie ähnlich. Der eine setzt mehr auf Gold, der andere mehr auf Silber.
relativ sicher erscheint mir trotzdem erstmal der Anstieg in den nächsten 6 bis 8 Monaten, dass wir ungefähr eine Silberverdopplung hinkriegen. Und das wäre eine unglaubliche Energiezufuhr für die Pennygold-Aktien. Das ist die ganz große Chance. Viele Pennygold-Aktien würden dann in dem Zusammenhang zu Dollar-Aktien oder mehr werden. Das heißt, paar hunderttausend Pennygold-Aktienstücke, beziehungsweise vielleicht sogar eine Million Goldaktienstücke, sind für viele Leute machbar. Und wenn sich das dann verschiebt in den 1-Dollar-Bereich oder mehr, heißt das paar hunderttausend oder eben eine Million. Das muss man sich bewusst machen, wenn Silber sich eigentlich nur verdoppelt hat. Klar, da wird es dann auch Leute geben, die irgendwelche Derivate nutzen, aber wenn geht da irgendwas schief, gibt es da irgendwie eine brachiale Drücke oder sonst was, ist das Geld weg. Da sind eigentlich Pennygold und Silberaktien die besseren Optionen, möchte ich meinen. Ja, welche Ereignisse fort? Denn wir haben es gesagt, wir vermuten den Silberanstieg auf 42 Dollar. Dann werden die Goldaktien nach unserer Berechnung den Höhepunkt erreichen. Sie sehen, wie Goldaktien in der Vergangenheit darauf reagieren, wenn der Markt geht. Das war hier vom Corona-Tief links die Aktie. Stieg dann einfach mal von 2 Cent auf 36 Cent. Und das erhoffen wir uns eben für diese ganzen Pennygold-Aktien, die wir aufsammeln, eben auch jetzt in dieser Situation. Ja, also insgesamt ist die Bewährung immer noch extrem. Die Goldaktien sind unterbewertet. Es gibt eigentlich zwei Hauptgründe: die allgemeine Goldaktien versus Silber. Ich meine, ich hatte den Anfang Silberaktien versus Silber gemacht. Die sind eben auch extremst unterbewertet, aber Goldaktien, Gold eben auch. Da gibt es einen Bärenmarkt seit merkwürdigerweise 1996. Der Boden ist aber irgendwo gefunden und nun erwarten die Statisten, dass es brachial hochgeht und das würde natürlich zum extremen Goldaktienbullenmarkt führen. Genauso das Verhältnis von sogenannten Penny- und Junior-Goldaktien gegenüber Senior, den Barricks etc. ist groß und es kann aber geschlossen werden und das würde dann Zufuhr hier bei Pennygold-Aktien bedeuten. 2002 ist genau das passiert und das war auch eine enorm gute Phase für Penny- und Goldaktien. Ja, wie hätte man 1970 optimal investiert? Gut, der Blick nach rein ist immer leicht, aber es macht manchmal Sinn, sich das mal so zu vergegenwärtigen. Da könnte man den einen oder anderen Schluss für die Zukunft von ableiten. Also am besten wäre es gewesen, man hätte eigentlich Pennygoldaktien, gutige Aktien, Goldaktien, Silberaktien eingesammelt. Wenn sie zurückgegangen sind, nachkaufen, immer weiter beobachten, verteilen, ausbauen und so weiter und so weiter. Irgendwann kommt dann die Flut, sprich der Goldanstieg und Sie sehen, wie Goldaktien auf sowas reagieren können. Das geht dann ultra schnell. Da kommen dann wenige Leute noch rein, stehen jetzt ungläubig davor. So wird es auch diesmal sein. Wenn wir jetzt einen Anstieg auf Gold 2300, 2400, Silber Richtung 40 bekommen, haben wir sowas auch. Und dann können sich eben Aktien in der Spitze, das ist eben das Unglaubliche, verhundertfachen. Eine Verhundertfachung gegenüber das Basismetall zur Grundlegende sowieso. Sie müssen sich vorstellen, Gold steigt vielleicht jetzt in diesem Bullenmarkt um 25%. Eben einige Goldaktien 2500%. Also das ist das 25-fache selbst, aber trotzdem ist es ein 100-mal besserer Anstieg als Gold. Das muss ich einfach mal bewusst machen. Ja, würde bedeuten, hätte man zum Beispiel immer in 50 Dollar sein Investment in verschiedene Goldaktien investiert, immer nachgekauft, was weiß ich, vielleicht sich 10, 20, 30, 40, 50 verschiedene Aktien gelegt, immer nachgekauft. Ich meine, aber wir gucken einfach mal auf 50 Dollar. Hätte man dann solche Aktien mit einer Verhundertfachung der Phase getroffen und hätte man das am Boom dann Gold- und Silberboom dann verkauft und reinvestiert damals einfach in die andere Asset-Klasse, ganz klassisch, tollen Fonds wie Berkshire Hathaway, klar. Ist nicht so easy, gerade den zu erwischen, aber auch mit anderen Fonds und anderen Top-Aktien hätte das im Wesentlichen auch funktioniert, hätte man 1 Million bis 1999 gemacht. Das heißt, wenn man langfristig denkt, wenn man gehebelt denkt, hätte das eben Sinn gemacht. Wir nehmen hier immer ständig 50, 100, 200 € investieren diese Goldaktien, werden irgendwie diesen Maximalpunkt finden und werden das reinvestieren. So, und das kann dann langfristig auskommen und das ist absolut nicht stressvoll. Das sind zwei Transaktionen in 25 Jahre und hat ein Leben lang Geld und saniert. Ich meine, dann geht das der Blick zurück, ist klar. Aber ich wollte es mal, ich finde find das einfach interessant. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3.
Wir sind natürlich von Risiken bedroht. Das Hauptrisiko ist zum einen natürlich, dass die Minen, die Länder, wo die Minen sind, da gibt es politisches Risiko. Die können mittels Steuern, Verstaatlichung, sonst was und anderen Problemen, Genehmigung, Umwelt, bla bla, das Leben schwer machen, könnten möglicherweise den Boom auch irgendwann abwürgen. Das ist das Risiko. Vermutlich jetzt kriegen sie noch Arbeitsplätze von, wir sehen erstmal den Anstieg. Das ist eigentlich erst ein Thema, wenn sie teuer geworden sind. Und dann haben wir natürlich unser eigenes System, unser eigenes Bankensystem. Sie wissen ja selbst, Credit Suisse und so wurde gerade so gerettet, muss immer mehr gerettet werden, immer instabiler. Wir müssen auch zusehen, dass wir auch unsere Digitalwerte einlösen können und sie noch verkaufen können, aus dem Bankensystem rauskommen können. Also das Risiko ist wie eine Kerze, das an beiden Enden brennt. Ich denke mal, und die Zwischenzeit, wo diese Feuer von dieser Kerze treffen, ist der Höhepunkt der Gold- und Silberaktien, also sprich Anfang nächsten Jahres, nach der Logik. Muss nicht so kommen, aber das sind eben meine Gedanken dazu. Und bis das eben passiert, muss man von diesen Gewinnen eben mehr Sachwerte, mehr Gold und Silber etc. gekauft haben. Ja, generell ist einfach noch wichtig zu wissen, wenn dann so ein Gold- und Silberhöhepunkt kommt, wie 1980, das könnte man auch ökonomischen Tiefpunkt zeigen. Jedenfalls war das damals möglich, für eine Unze Gold einen Dow zu kaufen, wertmäßig. Im Augenblick muss man da 14 Unzen hinlegen. Und während der Dotcom-Bubble, das war dann hier im Jahr 2000, bekam man dann wiederum für eine Unze Gold, für einen Dow 44 Unzen Gold. Das heißt, ökonomische Aktivität, Geld in den normalen Aktienmarkt, das lässt das Gold fallen und die Aktien steigen. Und in dieser Rezession, Depression, negative Erwartung, sinkt alles gegenüber Gold. So eben auch die Häuserpreise. 1980 konnte man für 500 Unzen ein Standardhaus kaufen. $25.000 damals. Und man erwartet eben, dass es sogar noch tiefer geht. Möglicherweise kriegen sie für 200, 300 Unzen diesmal ein Standardhaus. Und ja, für eine Unze Gold gibt es vielleicht eben nicht nur ein Dow diesmal, sondern zwei oder vier. Natürlich ist es möglicherweise schwieriger. 1980 konnte das Finanzsystem gerettet werden. Diesmal ist vielleicht mit Eruptionen, Bankenschließung, Eingriffen aller Art zu rechnen. Deswegen glauben wir, dass es irgendwo Sinn macht, diese Goldaktiengewinne physisch in zum Beispiel in mehr Edelmetall zu parken, auch wenn es so ein bisschen kontraproduktiv erscheint. Aber das Risiko ist auch groß und ist wenig überschaubar. Man muss das ja nicht mit der ganzen Summe machen. Aber ich persönlich werde es vermutlich mit 95% so machen und ab irgendeinem Punkt werde ich auch mich mit Zukunftsaktien und anderen Sachen beschäftigen, einfach um da Trends aufdecken zu können. Und momentan, denke ich mal, sind Goldaktien das Investment der Stunde. Ja, Fazit: Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Wir haben eben keine ausgeglichene Entwicklung, wo einfach nur dann normale Fonds, gute Aktien steigen können, sondern wir stehen vor Eruption. Diese Staatsschuldenkrise werden wir bezahlen müssen. Das wird implodieren. Das wird Nachfrage wegmachen und Massenelend setzen und zu weniger Nachfrage führen, zu Firmenpleiten und auch der Börsenwert wird gewaltig niedriger werden. Das ist einfach so. Trotzdem werden sicherlich ein paar Gewinner davon gehen von den Standardaktien. Also das heißt auch generell, wir können jetzt nicht in Standardaktien oder Häuser investieren, sondern wir müssen in Gold- oder silbernahen Investment machen, die Kaufkraft aufnehmen. Wir wissen ja, die Maximalwerte für Gold werden bei $8.000, Silber $300 heutige Kaufkraft sein, egal was da nominal draufsteht. Es macht also aus dieser Sicht Sinn, so viel von diesen Metallen zu akkumulieren, wie es irgendwie möglich geht und in der Vorphase nicht auszugeben, sondern erst, wenn sie ihren Maximalpunkt zu haben. Da bieten sich eben Goldaktien an, die sind extrem unterbewertet. Da kann man dann dadurch, das meine ich mit Faktor 25, die entwickeln sich vielleicht in Faktor 25 und man kann dadurch mehr Gold und Silber kaufen. Zum anderen kann man von den Goldaktiengewinnen auch leben, ohne Gold und Silber zu verkaufen. Auch nicht ganz unwichtig, weil Gold und Silber verkaufen macht eigentlich eher an diesen extremen Punkten wirklich Sinn. Ja, diese Faktor 4 bedeutet einfach, dass, also wir wollen ja eigentlich. Stellen uns jedenfalls so vor, wenn Gold 2400, Silber 40 ist,
Hoffentlich hat sich das Depot Goldaktien, Silberaktien auch nicht aufgebläht. Man kann riesige Mengen Gold und Silber kaufen. Das korrigiert dann vielleicht ein bisschen. Das ist einfach unübersichtlich. Aber die Experten haben eben diese Maximalwerte errechnet. Deswegen sagen wir, dass dieses ganze physische Metall noch mit einem Faktor 4 an Kaufkraft zulegt. Das meinen wir, ohne das Minenrisiko zu haben. Denn die Unterbewertung ist abgebaut. Also wenn diese Penny Gold, jetzt sind es noch Penny Gold Aktien, wenn sie Dollar Aktien mehr ist, wo sollen sie noch hinsteigen? Ist dann kein Hebel mehr. Das ist dann vorbei. So, wenn dann dieser maximale Gold und Silber ist, dann müssen wir einfach schauen, in was kann man das reinvestieren? Sind es vielleicht einfach am Ende Unternehmen wie Beiersdorf, Daimler, die jetzt vielleicht auf 95% gegenüber Gold verlieren, ein gutes Investment? Oder sind es Top-Fonds à la Berkshire Hathaway oder wie auch immer oder andere geografische Länder? Das muss genau beobachtet werden. Das ist noch nicht vorhersagbar. Man kann aber auf alle Fälle sagen, es wird sicherlich eine neue wirtschaftliche Dynamik nach diesem Gold- und Silberexzess geben. Und die muss versucht werden zu identifizieren und in einer klassischen Art und Weise zu investieren. Der Vorteil an diesem Punkt ist, dass es ungeheuer billig ist. Und wenn man relativ große Mengen Gold und Silber hat, dann ist man auch zahlungsfähig. Das muss man einfach so sehen. Ja, jedenfalls würde das bedeuten, jede $200 jetzt in Goldaktien investiert mit diesen Umtausch, Geschichten, würde dann langfristig, das ist dann vielleicht irgendwo in 15 Jahren, 1 Million Kaufkraft bringen. Ich meine, das ist auf alle Fälle eine ganz gute Antwort auf diese Rentendiskussion, wie ich finde. Ja, 1000-Becker-Report. Wir sortieren die nach modern, hohen und sehr hohen Risiko, berechnen den möglichen Potenzialfaktor, aus Grad des Goldes, Anzahl der Unzen, Länderrisiko, Excel-Strategie ist auch dabei. Also wenn Sie den kaufen wollen, müssen Sie im YouTube-Video in die Verlinkung schauen. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Unternehmen zu jeder Zeit in jeder beliebige Menge an Gold und Silber bekommen, zu Tiefstpreisen. Eine Überweisung gibt doch keine Mindestüberweisung schon. Das ist das Edelmetall im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist auch wieder der Verkauf. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht mir auch noch ein Like geben. Das würde dem YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Also, besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.